Ich bin Matteo Šerić, 19 Jahre alt und seit einem Jahr bei den Ludwigsburger Basketballprofis unter Vertrag. Früher habe ich aber auch Tennis gespielt. Ich bin Antonia Lottner, ich bin 21 Jahre alt, spiele seit ich 6 bin Tennis und bin Mitglied im Porsche Talent Team. Ey, was machst denn du hier? Hast du dich verirrt oder was? Ich wollte mal einen neuen Belag ausprobieren. Komm, ich zeig dir, wie man den Belag richtig spielt. Ich habe gehört, du hast früher mal Tennis gespielt. Wie kam es dazu? Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Tennis zu spielen bei meinem Heimverein, habe meinem älteren Bruder sozusagen nachgemacht. Bin dann zum TC Weißenhof gewechselt, nach Stuttgart. Da habe ich auch relativ lang gespielt, so ungefähr bis 15. War eine coole Zeit, hat echt viel Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Aber ich meine, wenn du so früh schon Tennis gespielt hast, und wie kommst du denn, dass du auf einmal beim Basketball gelandet bist? Ich habe 3 ältere Brüder. Und wir haben sehr oft in der Freizeit draußen auf dem Streetcourt Basketball gespielt. Cool. Wurde in der Zeit auch immer größer, habe mich da ein bisschen unwohler gefühlt auf dem Platz. Habe mich dann auch in den Teamsport verliebt und bin dann nach Ludwigsburg und wollte mal reinschnuppern. Und das hat mich dann voll mitgenommen und da habe ich entschieden, voll auf Basketball zu gehen. Ja, wollen wir mal sehen, was du noch so drauf hast im Tennis. Auf geht's. Du bist echt eine verdammt gute Tennisspielerin. Danke. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich hoffe natürlich, in der Weltrangliste ein bisschen weiter vorzukommen und vor allem Grand Slams im Hauptfeld mitzuspielen. Und der ganz große Traum ist natürlich immer noch, einen Grand Slam mal zu gewinnen und die Nummer 1 der Welt zu werden. Und bei dir, was war so der beste Moment in deiner Basketballkarriere bisher? Mein bester Moment war eigentlich mein Profidebüt. Das erste Mal auf dem Profiparkett in Berlin beim Pokal um Spiel um Platz 3. Da habe ich gleich bei meinem ersten Ballkontakt, ohne nachzudenken, ein Dribbling genommen, geworfen und getroffen. Oh wow. Und dann ist mir erst so ein paar Sekunden danach erst so, habe ich realisiert, hey verdammt, das war gerade so, ne? Das war gerade dein erster Profikorb. Mhm. Also das war eigentlich vor 8000 Zuschauern, war schon ein cooler Moment. Ja, das glaube ich. So, jetzt hast du mich im Tennis getestet, jetzt will ich dich mal im Basketball testen. Lass mal ausprobieren. Okay, machen wir. Auf geht's.